Ja, genau, wir machen heute Tomatenrisotto. Wo ist denn jetzt dieser verdammte Reis? Felix, hast du Tomaten auf den Augen oder was? Der steht doch direkt vor dir. Tachchen, ihr Lieben, wir machen heute Risotto. Aber nicht so ganz normales Risotto, sondern mit Mandelmus und im Ofen geröstete Tomaten und allerlei spannendes Zeug. Und weißt du, was auch noch reinkommt? Nein. Dieser ranke und schlanke Edgar, guck mal, wie hochgewachsen. Ich schätze, Bikini-Figur. Ja, oder aus der Pubertät raus und jetzt nach oben gewachsen. Okay, wir fangen lieber gleich an. Okay. Ich habe dir jetzt zum Beispiel kein Messer mitgebracht. Warum? Weiß ich auch nicht. Das finde ich echt, also Feli, das macht mich jetzt traurig. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Aber dafür wasche ich jetzt unsere Tomaten. Ich sehe hier mal eine Knoblauchzehe und mach die platt. Zack. Isst du gern Risotto, Felix? Nö. Aber, dann werden wir dich heute vom Gegenteil überzeugen. Ja, nee, das hat, also schmeckt mir schon gut. So ist es nicht. Aber ich bin halt einfach der Nudelboy. Magst du Risotto? Sehr. Sehr? Sehr. Was ist dein Lieblingsrisotto? Trüffel. Trüffel, oh. Alles mit Trüffel. Ja, Trüffel ist schon Bombe. Es ist ja immer geil, wenn du so, sagen wir mal, so ein grundlegend einfaches Gericht hast und das immer durch so eine Komponente, die so das in so eine ganz bestimmte Richtung trennt. Noch verlangt. Trüffel oder Safran finde ich auch super geil drin. Also so. Safran. So, Tomaten hier rauf. Knoblauch auch. Jens. Gut. Olivenöl. Okay. Haben wir hier griechisches Olivenöl auf ein italienisches Gericht. Ups. Wir sind sehr europäisch. Dann Salz und Pfeffer. Tschüss. Und zwar ist es bei Risotto so, dass man es immer wieder mit Brühe aufgießt, in diesem Fall Gemüsebrühe. Und dabei ist es wichtig, dass die Brühe warm ist, damit das Risotto nicht abkühlt. Aber Feli, warum kippt man denn nicht die ganze Brühe beim Risotto auf einmal rein, sondern nach und nach? Damit es schön cremig und schlotzig wird. Aha. Aha. Bilden mit Feli. So, eine gute Basis für Risotto ist immer? Knoblauch und Zwiebeln. Zack. Mit dem Knoblauch habe ich ja gerade Erfahrung. Und wann hast du dein erstes Risotto gegessen? Ist es in deiner Erinnerung verankert? Nein. Nein? Aber ich weiß, wann ich mein letztes Risotto gegessen habe. Gestern? Vorgestern? Nein. Vor ungefähr 4 Wochen, als ich selber gekocht habe. So, Zwiebeln. Ich bin fertig. Ich auch fast. Dann machen wir mal den Herd an. Ja. Und geben ein bisschen Olivenöl zum Anschwitzen hinein. So, dann lassen wir das erhitzen und in der Zwischenzeit könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es gemacht habt, vergesst nicht, die Glocke zu bimmeln, ne? Damit ihr kein Video mehr verpasst. Bimmel, bimmel. Das ist mein Ohrläppchen. Okay, wir räumen kurz auf und dann geht's weiter. Jo. Unser Öl ist heiß. Zwiebeln rein, zack, zack. Oha, und wie? Knoblauch, machst du schnell rein. Ich ja, die kommen ja, du versperrst mir den Weg. Okay, cool. Ich öffne einfach schon mal auch schon unseren Risotto-Reis. Weil der wird auch noch kurz mit angeschwitzt. Und den Tomatenmark, das Tomatenmark auch schon präpariert dorthin gelegt. Es geht voll ab hier, Alter. Rein damit. Nicht erst Tomatenmark? Nein. Gut, dann halt nicht. So, zack. So, Tomatenmark, weil wir oh, nicht so viel. Tomaten mögen. So, und jetzt, wo alles schön voll geschwitzt ist, kommt die erste Kellebrühe dazu. Wie in der Sauna, gibt's erstmal den Aufguss. Ja, voll. Und noch eine. So, wir können ja auch schon mal die Mandeln rösten, weil oben drauf kommt noch so ein Topping aus gerösteten, gehobelten Mandeln. Ja, das heißt, ich schneide sie auf und hole eine Pfanne. So. Und dann Mandelsplitters. So, dann lassen wir die mal hier Farbe bekommen. Und ich rühre weiter. Rühre mal weiter. So, und die restlichen Zutaten, die wir noch brauchen, schiebe ich hier galant in die Mitte. So, ich glaube, die Tomaten kann ich schon mal rausholen. Do that. Bleib hier beim Risotto. Wichtig beim Risotto, bleibt stehen. Macht nicht irgendwas anderes. Bleibt stehen und rührt. Aber ich lauf doch jetzt weg und hol die Tomaten. Ja, einer muss immer bleiben. Immer. Ihr könnt dieses Gericht nur zu zweit machen. Ausschließlich. Zurzeit ist eh alles schöner. Ja. Sie haben ihre kleinen Mützen ausgezogen. Ja, er hier, guck mal, hallo. Mmh. So, die Mandeln sind schön braun.
Perfekt, ich schiebe das mal hier rüber und dann kann ich nämlich noch ein bisschen Edgar schneiden. Hilfst ihm bei seiner Bikini-Figur noch mehr. Klar. Ich fange schon mal an, unser Risotto zu würzen. Und zwar haben wir hier einen kleinen Frosch im Hals. Der kommt aber jetzt nicht ins Risotto, oder? Das ist ja vegan. Ja, wir machen ein veganes Risotto. Chili darf man so viel reinmachen, wie man will. Und Felix und ich mögen viel Chili. Ob das die Leute mittlerweile verstanden haben? Ich glaube ja. Dann natürlich Salz und Pfeffer. So, noch mehr Brühe. Mehr von allem. Überall, wo Tomaten reinkommen, passt auch immer eine Prise Zucker und die hole ich jetzt. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Das Risotto ist jetzt perfekt. Es ist schön cremig, macht es bloß nicht zu hart. Manchmal ist es so wie so Mörtelmasse bei Leuten. Das muss richtig fluffig sein. Zum Schluss kommt immer was Cremiges ins Risotto. Normalerweise Parmesan oder Butter oder beides. Wir machen heute ein veganes Risotto, deswegen haben wir uns für Mandelmus entschieden. Der ist auch schön soft und cremig. Das. Okay, Mandelmus unterrühren. Oh, das sieht gut aus. Und jetzt, Felix, ein paar von den Tomaten, oder? Wir heben ein paar unter und ein paar heben wir zur Deko für oben drauf auf. Ja. Gut. Und zu aller guter Letzt Basilikum. Auch dafür ein klein bisschen für die Deko übrig lassen. Grrr. Wo ist der Teller? Wir müssen anrichten. Hier. Und am besten schmeckt das Risotto, wenn es so schlotzig ist, wie man sagt, dass es im tiefen Teller angerichtet werden muss. Und nicht so wie manche in so einem Ring oder so, dass es wirklich dann steinhart ist. Nein, nein. Es muss richtig cremig sein. So wie unseres. Aber nennt man das so? Schlotzig? Ja, das ist ein Küchenbegriff tatsächlich. Schlotziges Risotto. Guck mal, ein paar Tomaten oben drauf. Dann ein paar von unseren Mandeln. Guck mal, ich werde richtig theatral, weil ich es so schön finde. Ja, ja, ich sehe schon. Du bist quasi eine Opernsängerin gerade. Hast du noch ein schönes, großes Edgar-Blatt eventuell? Ja, das hat er schön antrainiert. Nein, nicht mein Sixpack. Aua! Ein kleines bisschen Olivenöl für was auch immer. Brrr, kann nie schaden. Ist das so? Und jetzt würde ich sagen, aufräumen und probieren. Los geht's! Ich glaube, ich nehme so eine ganze Tomate. Boah. Das ist für mich kein Vielleicht. Machst du auch? Klar. So, cheers. Cheers. Boah, ich finde das total lecker und es schmeckt irgendwie voll nach Sommer. Total. Und wir haben so ein richtig starkes Aroma durch diese gerösteten Tomaten. So, das ist so ein richtiger Punch auf die Zunge. Also wenn ihr gerne Risotto esst, dann macht es auf jeden Fall nach. Genau. Und das nächste Mal machen wir Bienenkekse. Also seid da wieder dabei. Und schaut euch noch andere Rezepte an. Tschüss.